1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, eine neue Woche beginnt und wir sind auch wieder da. Schön, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wie immer montags eine offene Sendung. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch hier bei uns die kostenfreie Nummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Meine erste Anruferin, die heißt Christine und Christine ist 47 Jahre alt. Guten Morgen, Christine. Hallo, Domian. Hallo, Christine. Um was geht's bei dir? Um meinen 21-jährigen Sohn, der lebt schon seit einem halben Jahr auf der Straße und ich weiß nicht mehr. Und er hat sich von mir total losgesagt, er hat keine Mama mehr und lebt unter der Brücke und mich macht es kaputt. Wann hat er sich denn von dir losgesagt? Vor einem halben Jahr. Hatte der einen Streit? Nee, er ist hier rausgeflogen von meinem Vater aus, weil er hier auch lauter Mist gebaut hat. Also er wohnt ja noch bei euch zu Hause, bei euch in der, im Haus, oder? Ja, genau. Wir hatten hier, also ich habe hier eine Einliegerwohnung und er hat mit hier gewohnt und meine Eltern wohnen oben, ist in zwei Familien. Also, ja. Mhm. Und was hat er da angerichtet? Ja, er hat, seit er arbeitslos war, immer mehr getrunken. Das hat er eigentlich vorher nicht getan. Mhm. Und ich denke auch, dass er mit Drogen zu tun hat. Wie lange ist er denn schon arbeitslos? Ungefähr jetzt ein Jahr. Ein Jahr. Und was hat er vorher gemacht, beruflich? Der war Dachdecker. Dachdecker. Ja. Mhm. Mhm. Ja, und ich weiß nicht mehr weiter, ob ich auf ihn, wenn ich in Blickkontakt bin mit ihm in der Stadt, also er guckt dann gleich wieder weg. Er kommt auch nicht auf mich zu. Ich traue mich auch gar nicht, auf ihn zuzugehen irgendwie. Mhm. Rausgeschmissen hat dein Vater ihn? Ja, genau. Du hättest ihn noch bei euch behalten, bei dir behalten? Ja, sehr gerne, weil es ist ja mein Sohn. Ich hätte gerne alles versucht, um ihn irgendwie zu retten oder wie auch immer. Ja, aber das verstehe ich nicht ganz. Dein Vater wohnt oben und du hast eine eigene Wohnung unten. Ja, genau. Und da wohnte auch der Sohn. Ja. Und du bist doch Chefin deiner eigenen Wohnung, oder nicht? Ja, schon, aber der hat halt hier lauter Krach gemacht und alles in der Gegend rumkauer. Und dann hat mein Vater, der hat es eine Weile mit angeschaut und hat gesagt, jetzt ist Schluss. Ja. Er war auch sehr frech gegen ihn oben. Ist es der einzige Sohn, den du hast, oder einziges Kind? Nein, ich habe zwei Söhne. Und der andere läuft alles im guten Bereich? Der läuft alles, der hat jetzt gerade ein Haus gebaut, ist super glücklich, der ist super. Ja. Und der Vater deines Sohnes, wo ist der? Wir sind schon geschieden seit 98. Ach so, dann ist das auch kein Thema. Ja. Jetzt lebt er unter einer Brücke, ist obdachlos. Ja, klaut sich sämtliches Zeug zusammen. Neulich hatten sie ihn erwischt, wie er wohl Leergut über die Straße getragen hat. Mhm. Und jetzt hat er da einen Strafbefehl bekommen mit 500 Euro und so geht es gerade weiter. Das heißt, du redest schon noch mit ihm und weißt, was da los ist, oder? Ja, die Post, die kommt ja hierher, das häuft sich hier alles an. Ach so. Dann fährt er mit dem Zug schwarz und dann ist er wieder, ach so, Domian, das hatte ich vergessen zu sagen, vor circa 4 Wochen oder 3 war der mal hier. Und da war der, ich war nicht da, kam dann aber nach Hause, es war so gegen 10 Uhr. Und da lag der hier auf dem Weg und hat darum total besoffen. Mhm. Er muss wohl 3,0 Promille gehabt haben, denn dann haben die dann ins Krankenhaus abtransportiert. Und da hat er da draußen rumgewimmert, immer meine Mama, meine liebe Mama. Das heißt, er hat zu all dem Ganzen auch noch ein dickes Alkoholproblem. Also, ja, und aber vorher hatte der das nicht. Das kam alles mit der Arbeitslosigkeit. Ja, ich denke. Wie erklärst du dir das? Ich meine, viele Menschen sind ja arbeitslos, schlimmerweise. Ja. Die ja auch nicht sofort dann in so eine existenzielle Krise stürzen oder so abstürzen. Wie erklärst du dir das bei deinem Sohn? Ich bin geschieden. Dann hatte ich einen Lebensgefährte. Mhm. Und mit dem war ich dann 5 Jahre zusammen und der hat sich Leben genommen. Ich denke mal, dass das dem auch gerade irgendwie, und dann ist er jetzt hier noch rausgeflogen. Mhm. Ich denke, das hat ihm irgendwie den Rest gegeben. Oder ja, das ist natürlich wirklich auch sehr schlimm. Ja. Hatte er, als er rausgeflogen ist oder als er arbeitslos wurde, hatte er eine Freundin? Nee. Nee.
Hat er denn Freunde? Ist er so ein bisschen eingebunden oder eher ein Einzelgänger? Er ist eigentlich eher ein Einzelgänger. Er hat schon ein paar Freunde und das sind dann auch sehr gute Freunde. Mhm. Aber ja, eigentlich eher ein Einzelgänger, muss ich sagen. So, jetzt bist du verständlicherweise, stehst als Mutter da und hast irre Sorgen um deinen Sohn, dass der gänzlich vor die Hunde geht. Oh ja, genau. Was kann ich denn da tun? Mhm. Oder denkst du, ich kann mal auf den Zug gehen irgendwie? Also, ich bin etwas erstaunt darüber, dass das so gelaufen ist, dass dein Vater, wenn auch da großes Theater war, ihn quasi aus deiner Wohnung rausgeschmissen hat. Ja. Ich finde ja schon, dass man auch alles Mögliche erstmal unternehmen sollte, um jemanden zu retten und zu helfen. Natürlich gibt es manchmal Fälle, wo man nichts mehr machen kann, aber in deinem Fall scheint mir das so, als wäre das noch nicht so, dass man ihn gänzlich fallen lassen sollte. Dass man da schon noch alles Mögliche unternimmt, dass der Junge wieder irgendwie auf die Beine kommt. Ich meine, er hat eine abgeschlossene Ausbildung. Ja. Und hat einen ordentlichen Beruf gelernt. Das ist ja nun, genau. Das ist ja schon mal was. Ja. Und wahrscheinlich sind es ja wirklich gravierende seelische Probleme, die er sonst auch noch hat. Ja. Dass er jetzt so ist, wie er ist. Ja. Und die Arbeitslosigkeit hat ihm vielleicht dann den Rest gegeben. Ja. Das heißt, man müsste sich schon intensiv kümmern, finde ich. Ich denke auch. Ich denke halt, der Tod von Michel, das hat ihn sehr erschüttert. Und die Tatsache jetzt, nicht nur arbeitslos, sondern auch obdachlos zu sein, ist natürlich ganz schlimm. Das ist hart, ja. Gibt es denn, lass uns doch mal überlegen, gibt es eine Anbindung von deiner Person beispielsweise an die Kirchengemeinde? Ja. Gibt es? Ja. Hast du mit dem Pfarrer mal gesprochen? Ich habe mal neulich mit der Telefonseelsorge gesprochen, aber die hat zu mir gesagt, da habe ich bei der evangelischen Telefonseelsorge angerufen. Mhm. Und die hat aber zu mir, die war da ganz kurz angebunden und hat gesagt, also der Bursche ist 21 Jahre und ich soll den lassen, aber ich kann den nicht lassen, das geht nicht. Kann ich in diesem Fall auch wirklich verstehen. Da würde ich jetzt an deiner Stelle auch irgendwie erstmal alle Hebel in Bewegung setzen, um Hilfe anzubieten. Wenn du denkst mal, ich soll mit dem Pfarrer reden. Mit dem Pfarrer. Wir werden gleich auch im Hintergrund noch mal ein bisschen überlegen mit meiner Psychologin. Sozialarbeiter. Irgendwelche Leute, die aus in deinem Umfeld vielleicht vom Sozialamt zuständig sind, dass man gezielt an ihn rangeht, dass man ihm gezielt Hilfsangebote macht. Ja. Ob er die dann annimmt, ist noch eine andere Frage. Ja. Aber dass man zumindest so auch so sagen kann, wir haben eine ganze Menge unternommen. Ihn jetzt schon nach einem Jahr einfach so fallen zu lassen, geht mir auch gegen den Strich, muss ich sagen. Gell. Ja, finde ich schon. Ich habe auch schon überlegt, hier auszuziehen, um ihm dann einen Wink zuzuweisen, dass er wieder zu mir kommen kann oder so. Natürlich ist dem nicht damit geholfen, dass er einfach bei dir Unterschlupf findet und normal weiter säuft und sein Lotterleben lebt. Das ist richtig. Ne? Der muss dann schon was an sich tun. Er muss was an sich tun. Im Prinzip musste er... Das mache ich ja auch nicht mit, gell? Das ist klar. Ja, das ist auch nicht die Lösung. Nee. Die Lösung wäre wahrscheinlich eine gute seelische, psychologische Betreuung, eventuell, ich weiß nicht, wie stark das mit dem Alkohol ist, dass man ihm hilft, davon wegzukommen und einfach gemeinsam auch mit irgendwelchen fachkundigen Leuten überlegt, was er anstellen könnte, entweder in seinen Beruf zu kommen oder in einen ähnlichen Beruf zu kommen oder eine Umschulung zu machen, weiß ich was, mit 21 steht da mir die Welt noch offen. Ja, so denke ich ja auch, ja. Weil der Bursche ist ja nur jung, hast du denn mit 21 ist ja das Leben noch nicht vorbei. Na, aber hast du ein bisschen Wut auf deinen Vater? Ich habe Wut auf meinen Vater, ja. Der hat über dich bestimmt, ne? Ja. Mhm. Ja, hätte ich auch. Das ist nicht deine Entscheidung. Ja. Ich komme jetzt auch demnächst, also ich warte schon alle Tage auf Post, weil ich hatte eine Bandscheiben-OP im Halsbereich oben. Mhm. Und da komme ich in Kur und da habe ich auch beim Arzt drauf bestanden, dass die mich auch ein bisschen psychologisch betreuen, weil ich bin echt im Sack. Ja. Also brauchst du auch Hilfe? Ja, durch das halt, weil das tut so weh, wenn man weiß, sein Kind ist auf der Straße, also das ist furchtbar. Verstehe ich. Und man weiß nicht, was morgen kommt, gell? Und bei ihm habe ich halt auch Angst, weil da, wo der Michael sich umgebracht hat, Das ist ein Lebensgefährte, ein ehemaliger. Ja, da wollte er sich auch unter den Zug schmeißen. Da haben die mich noch rechtzeitig geholt, den haben die noch rechtzeitig runterzogen, weil das hat wohl jemand beobachtet. Mhm. Weil ich denke auch, dass der vielleicht eventuell selbstmordgefährdet ist. Das heißt, er hatte ein enges Verhältnis und einen guten Draht zu deinem Lebensgefährten. Ja, sehr gut, ja. Das hat ihm dann... Eigentlich zu mir auch bis vor einem halben Jahr, aber... Mhm. Ich denke halt, der denkt... Ich
stehe da hinter meinem Vater irgendwo, aber das stehe ich nicht. Also ich finde, dass man da jetzt mit vereinten Kräften ran muss und ihm Hilfestellung anbieten muss. Ich schon. Wir werden dich jetzt zurückrufen. Das heißt, meine Psychologin, die Simone, ruft dich an und dann überlegt ihr mal gemeinsam, was man da klug einfädeln könnte. Okay. Und auch parallel, wie man dir helfen kann, dass du auch ein bisschen eine Unterstützung hast in dieser Zeit. Also ich finde, dass man was tun müsste. Mhm. Liebe Christine, ich wünsche euch ganz viel Glück und dass der Bursche es schafft. Ich drücke die Daumen. Danke. Alles Gute. Und mach weiter so, gell? Dankeschön. Tschüss. Bitte, tschüss. 0800 22 050 50, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt. Egal über was, dann meldet euch unter der Nummer oder mailt domian@wdr.de. Hier ist Hannelore. Hannelore ist 47, auch 47. Hallo Hannelore. Hannelore ist nicht 47. Oh. Hannelore ist 65. Oh. Hallo Hannelore. Hannelore ist vor 10 Jahren Witwe geworden. Nach 22-jährigem Krieg. Muss ich jetzt mal so sagen. Mein Mann hat nur schikaniert, meinen Sohn und auch mich. Dadurch habe ich auch meinen Sohn verloren. Mhm. Und dann ist er gestorben. Und nachdem er tot war, habe ich dann erst erfahren, dass er mich die ganzen Jahre betrogen hat. Ich habe meine Eltern gepflegt und konnte deshalb nicht mit in Urlaub fahren. Mhm. Und da ist er alleine gefahren. Naja, und in der Zeit, wo ich nicht mitfahren konnte, da hat er sich am Urlaubsort eine andere gesucht und hat auch mit der ein Kind. Ach, wie hast du das erfahren? Tja, das habe ich eigentlich erst erfahren, als er tot war, weil ich wollte ihm, der Bestatter kam und hat gesagt, ich soll ihm mal einen Anzug geben, den er ihm anziehen wollte. Und da habe ich seinen Smoking genommen, weil er den so gerne angehabt hat. Ja, und da fasse ich nochmal so in die Innentaschen, ob da auch alles leer ist. Aber da war nichts leer. Da hat er unser gemeinsames Sparkonto geplündert, hat das auf eine andere Bank gebracht. Das Sparbuch war in dem Smoking und die Geburtsurkunde seiner Tochter. Ach, das heißt, in seinem Totenkleid quasi, durch seinen Totengewand hast du herausbekommen, dass er ein Doppelleben geführt hat. Ich habe mich gewundert, als er gestorben ist. Er konnte mir, also während des Tages, an dem er dann gestorben ist, hat seine Tochter aus seiner ersten Ehe auf der einen Seite des Bettes gestanden und ich auf der anderen. Und er war zeitweilig immer weggetreten und wenn er dann geguckt hat, hat er zur einen Seite geguckt und wenn ich dann zufällig stand, dann ist er jedes Mal erschrocken. Ich habe das an seinem Blick gesehen. Mm-hmm. Und also ich denke, das ist schon ein ganz schlechtes Gewissen gewesen. Bestimmt. Du er warst, war zu feige, mir das zu sagen. Du warst 22 Jahre mit ihm verheiratet. Ja. Jetzt habe ich gerade am Anfang nicht ganz mitbekommen, wie lange ist er jetzt tot? Ja, er ist jetzt schon 10 Jahre tot. 10 Jahre tot. Aber diesen Betrug, ich habe das als Betrug aufgefasst. Mhm. Und das habe ich bis heute nicht verarbeitet. Das glaube ich, weil das ja ein großer Teil deines Lebens ist, den du mit ihm verbracht hast. Und ich habe dann zwar auch wieder geheiratet und jetzt führe ich eine sehr gute Ehe, obwohl mein Mann auch sehr krank ist. Aber das spielt alles keine Rolle. Wir verstehen uns wunderbar und das ist alles gut. Aber diese Altlast, die werde ich einfach nicht los. Mhm. Gab es denn in diesen 22 Jahren auch gute Jahre? Also ich sag mal, drei Viertel war nicht gut und ein Viertel war gut. Mhm. Und das, ich vermute mal, dass das eine Viertel eher am Anfang der Zeit war, oder? Mhm. Ja, und mein Sohn hat immer hinterher gesagt, warum hast du dich nicht von dem getrennt? Warum? Mein ganzes Leben ist auch kaputt. Warum hast du dich nicht getrennt? Ja, ich bin vielleicht, Klammern, ich kann es schlecht loslassen. Mhm. Und hinzu kommt auch, ich hatte schon mal eine Ehe, die geschieden ist, aus der auch mein Sohn stammte. Mhm. Und ich habe immer gedacht, das kann doch nicht alles gewesen sein. Mhm. Man heiratet, ich bin vielleicht altmodisch, aber ich habe immer gedacht, man heiratet doch nicht, um beim nächsten Krach oder beim nächsten Problem die Ehe hinzuschmeißen. Was meinst du, warum er sich nicht von dir getrennt hat damals? Ja, das weiß ich auch nicht. Hatte er durch dich materielle Vorteile? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wir haben beide gearbeitet, haben unser Geld verdient, haben gut verdient. Diese andere Beziehung. Finanziell auch gut. Ja. Aber. Diese andere Beziehung, die er heimlich hatte, weißt du da Näheres drüber?
Mein verstorbener Mann war auch schon mal verheiratet und die Mutter des Kindes hat sich dann an eine Schwägerin, also an die Schwester meines verstorbenen Mannes gewandt und hat gefragt, warum er kein Geld mehr schickt. Ja, und da hat die dann gesagt, ja, der ist doch tot. Ja, wie, der ist tot? Vielleicht hat er einfach auf mehreren Hochzeiten getanzt und hat sich überall so die Rosinen rausgeholt. Ja. Das, es gibt ja so Menschen, die so, die so sind. Und Domian, ob du mir das jetzt glaubst oder nicht, das ist jetzt 10 Jahre her. Ich kann das einfach nicht aus meinem Kopf kriegen. Hannelore. Und ich habe ich habe Wut auf diesen Mann, immer noch. Hannelore, also, und wie ich dir das glaube. Was sind 10 Jahre, wenn man 22 Jahre letztendlich betrogen wurde? Ja. Und 22 Jahre sind in einem... Mein Kind dadurch verloren. Der will nichts mehr von mir wissen. Weil es so viele Schwierigkeiten gab in dieser Ehe, dass der Junge sich entfernt hat. Ja, und er hat das ja mitgekriegt. Und der hat ihn ja auch schikaniert. Ne? Das heißt, du bist heute auch noch mit den Vorwürfen konfrontiert, wie du es gerade sagtest, deines Sohnes. Warum der hast du... Der ist zwar sehr bedeckt und kommt auch ganz selten zu mir. Aber wenn, dann kommt das immer, das ist immer wieder Thema zwischen uns. Also, diese Wut kann ich sehr gut verstehen. Und auch 10 Jahre sind da unter Umständen gar nicht so lange, wenn man so betrogen wurde. So beraubt wurde seiner Jahre. Ja. Ne, so kann man es ja sagen. Ja. So kann man sagen. Sehe ich das auch. Als du das damals dann als du den Smoking da rausgeholt hattest, da muss doch für dich eine Welt zusammengebrochen sein. Ja, ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Und du standst kurz vor der Beerdigung. Ja, ja. Wie hast du denn dann die Beerdigung empfunden? Hast du, ja, welche Gefühle hattest du da, als du dann... Also ich war wie im Traum. Ich habe eigentlich total neben mir gestanden. Auch da schon Wut auf ihn? Da eigentlich Enttäuschung. Enttäuschung, also, ja. Naja, ich meine, wir haben 22 Jahre zusammen gelebt. Das geht ja auch nicht, ob gut oder schlecht, das geht ja nicht an einem vorbei. Und dieser Mensch ist gestorben. Und ich war dabei. Das war schon ein ganz eingreifendes Erlebnis. An was ist er gestorben? Was hat er für eine Krankheit? Lungenkrebs. Lungenkrebs. Und der ist nach außen verblutet, ne? Sehr cool. Und seine Tochter aus seiner ersten Ehe und ich, wir wollten dann nochmal angucken. Und dann hat der Bestatter gesagt, nein, das konnte er nicht zulassen. Also er blutete nach 3 Tagen noch, ne? Also auch ein sehr schlimmes Ende hat er gefunden. Soll ich jetzt gemein sein und sagen, das war die Strafe? Er hatte eine unheimliche Angst vor dem Tod. Er war ja mit sich und seinem Leben auch nicht im Reinen. Ja, der hat sich sein ganzes Leben selber vergiftet. Er hat sich sein Leben vergiftet. Und unseres mit. Ja. So, jetzt ist aber die Frage, finde ich, wie schaffst du es, aus diesem Zorn und aus dieser, der klammert dich ja immer noch, umklammert dich ja immer noch mit dem, was er dir angetan hat. Du sagst, du bist jetzt wieder in einer Ehe. Ja. Und die läuft gut. Die läuft super. Merkst du denn, dass du dennoch etwas, auch Stimmungen in diese Ehe reinträgst, die immer noch von diesem Mann kommen? Nein, das nicht. Nein. Das ist ja schon mal gut. Wir haben am Anfang über alles gesprochen, mein jetziger Mann und ich. Und er hatte sehr großes Verständnis dafür. Und das hat mir auch unheimlich gut getan. Und er ist total lieb und besorgt und fürsorglich. Sieh es doch auch mal erstmal so als großes Glück an, dass du noch einen so tollen Menschen gefunden hast. Ich habe hinterher gedacht, das war meine Chance nochmal. Ja. Nochmal was Neues anzufangen. Ja, es hätte ja auch ganz anders ausgehen können. Weil man ist jetzt zwar schon 81, der ist 16 Jahre älter als ich. Ja. Aber das spielt überhaupt keine Rolle. Wir verstehen uns so gut. Und er sagt immer nur, schade, dass wir uns nicht schon 20 Jahre eher kennengelernt haben. Und so muss ich das auch sehen. Sprecht ihr denn viel über diesen... Heute nicht mehr. Nicht mehr. Ist auch gut so. Aber dennoch hast du es im Kopf, vor allen Dingen auch bezogen auf deinen Sohn. Ja, vor allen Dingen, dann kommen manchmal auch Bekannte und ehemalige Kolleginnen meines Mannes. Und dann sagt die eine mal, ach, weißt du überhaupt, warum ich mich zurückgezogen habe? Ich sage, nein. Ja, er wollte was von mir. Ach du lieber Gott. Und da habe ich, es ist nie was gewesen. Und da habe ich gesagt, weißt du, dass du das jetzt so betonst, das bringt mich eigentlich auf den Gedanken, dass doch was gewesen ist. Aber warum erzählst du es dir denn jetzt? Ja, das finde ich also wirklich total schwachsinnig. Ich finde es völlig schwachsinnig und es ist jetzt auch irgendwie alles egal. Du hast dein Urteil. Geschmacklos, ne? Absolut, absolut. Und ich finde, du hast dein Urteil ja eh gefällt über ihn. Ja. Muss man nicht noch alle Einzelheiten wissen. Ich fände das gut, wenn du diesen Zorn los würdest.
Weil der Zorn saugt auch noch Energie aus dir raus. Ja. Ne? Irgendwo schon. Ja, das stimmt schon. Mhm. Aber ich habe schon alles möglich. Ich will gerade auch nichts auf den Friedhof. Bitte? Mich zieht auch nichts auf den Friedhof. Ja. Ich muss da nicht hin. Ich habe das dem Gärtner übergeben. Mhm. Das Grab wird in Ordnung gehalten und gut ist. Mhm. Mhm. Und ich hatte ja ein Doppelgrab erst bestellt und meins habe ich da wieder weggenommen. Das habe ich wieder an den Friedhof zurückgegeben. Ja, so muss man das auch machen dann. Ich will da nicht nebenliegen. Nee. Ich überlege gerade, ob vielleicht so eine vielleicht keine große Therapie, aber so einige Gespräche, so therapeutische Gespräche, vielleicht nicht schlecht wäre mit einem fachkundigen Menschen darüber. Also ich habe eine sehr gute Hausärztin, mit der bin ich auch privat ein bisschen verbandelt und mit der kann ich über alles reden. Und das reicht das? Domian, ändern kann man ja nichts mehr. Nee, ändern kann man nichts, aber... Man kann überhaupt nichts ändern. Das sind verlorene Jahre gewesen und die kann mir keiner wiederbringen. Mm. Nee, aber man kann vielleicht lernen, abzuschließen und es zu akzeptieren. Das ist so meine Frage, wie sehr es dich immer noch tangiert, das Ganze. Ja, es kommt immer mal wieder hoch. Mm. Ne? Mm. Und letzte Woche hatte ich ja angerufen deswegen, da hattest du so ein Thema drauf und dazu hatte ich eigentlich angerufen, zwar auch in dieser Sache, aber dann bin ich auch nicht mehr dran gekommen, weil die Zeit vorbei war. Und da war ich so richtig im Brast. Ich würde mal überlegen, Hannelore, dass du doch mal ein paar Worte noch mit Simone sprichst. Mhm. Vielleicht gibt es noch eine Idee, was sie von psychologischer Sicht dazu beitragen könnte. Ich finde einfach, lass mich das abschließend nochmal sagen, wirklich ein großes Glück, dass du dann nochmal so einen tollen Mann gefunden hast, einen tollen Menschen gefunden hast. Ja. Nach all dem, was geschehen ist. Ja. Und ich wünsche euch noch viel, viel, viel Glück und viele tolle Jahre miteinander. Ja, hoffentlich habe ich ihn noch ein bisschen. Ja. Er hat auch eine ganz schlimme Krankheit und müssen wir mal gucken. Alles Liebe, alles Gute. Wir rufen gleich nochmal zurück bei dir. Für dich auch alles Gute. Dankeschön, Hannelore. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt unser Thema Meine Stimme. Meine Stimme fällt auf. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die eine Stimmerkrankung haben, die mit ihrer Stimme überhaupt nicht zufrieden sind, die vielleicht mit ihrer Stimme sehr großen Erfolg haben, also sehr zufrieden mit der Stimme sind und vielleicht auch mit einem guten Stimmenimitator. Also, das Thema morgen heißt Meine Stimme fällt auf. Ich möchte mit euch über Stimmen, über eure Stimme sprechen. Wenn ihr euch gerne anmelden möchtet, dann macht das per Mail rund um die Uhr oder ruft morgen ab 0 Uhr an zu unserem Thema Meine Stimme fällt auf. Und hier geht es weiter mit Sina. Sina ist 21 Jahre alt. Hallo Sina. Hallo. Hallo Sina. Dein Thema. Bei mir geht es halt darum, dass ich vor 3 Jahren meine Mutter und meine beste Freundin an Krebs verloren habe. Deine Mutter und deine beste Freundin? Ja, also meine Mutter war meine beste Freundin. Ach so, so meinst du das. Hm. Hm. Wie alt ist deine Mutter geworden? 43. Ja. Was für eine Krebserkrankung hatte sie? Also das erste Mal Krebs diagnostiziert worden ist bei ihr, da war ich 14 oder 15, war Lungenkrebs. Mhm. Das wurde dann auch operiert, erfolgreich. Mhm. Das ging dann 3 Jahre gut und dann hat sich der Krebs über den ganzen Körper ausgebreitet. Mhm. Das heißt, deine Mutter hatte eine schwere Leidenszeit zum Schluss. Ja. Warst du sehr viel und sehr oft bei ihr in den letzten Wochen und Monaten und Tagen? Ja, also auf jeden Fall. Wir haben halt auch die Chemotherapie mit der ganzen Familie mitbegleitet. Und meine Mutter ist dann halt auch bei meinen Großeltern, also bei ihren Eltern im Haus gewesen, wo wir sie auch gepflegt haben. Mhm. Warst du bei ihr, als sie gestorben ist? Nein, war ich nicht. Nee. Ich bin zu dem Zeitpunkt leider noch im Urlaub gewesen. Ja. Ist sie denn dann doch relativ überraschend verstorben? Ja, also als ich in Urlaub geflogen bin, hatte ich eigentlich noch gedacht, dass es wohl noch so lange dauert, bis ich wieder da bin, weil sie doch eigentlich schon wieder gut bei Kräften war. Mhm. Nur ich habe es dann halt im Urlaub einen Tag gehabt, dass ich ziemliches Herzstechen hatte und deswegen auch beim Arzt war im Urlaub und der sagt, es ist alles in Ordnung. Und ich hatte schon das Gefühl, zu Hause ist was passiert. Mhm. Und ich hatte zu Hause angerufen und es wurde mir gesagt, alles ist in Ordnung. Und ich kam dann halt aus dem Urlaub wieder nach Hause und wollte ins Zimmer zu meiner Mutter und das Bett war halt leer und meine Mutter war nicht mehr da.
Wie lange war sie denn da schon verstorben? Sie ist halt an dem Tag verstorben, wo ich dieses Herzstechen hatte. Und wie viele Tage lagen dazwischen, bis du dann zu Hause warst? 3 oder 4 Tage. 3 oder 4 Tage. Und die haben deine Familie hat dich nicht angerufen? Ich habe ja an dem Tag noch angerufen, wo ich das Herzstechen hatte. Und mir hat halt keiner Bescheid gesagt, wahrscheinlich, weil meine Großeltern auch wollten, dass ich mich jetzt nicht Hals über Kopf ins Flugzeug setze und mir auch noch was passiert. Hast du sie denn dann nochmal gesehen, deine Mutter? Ich bin sonntags wiedergekommen, habe sie halt montags dann noch gesehen, bevor die Beerdigung war. Wie war das für dich? Für mich eigentlich ziemlich schwer, weil ich mir das bis heute immer noch nicht vorstellen kann, dass sie wirklich tot ist. Du hast sie dann aufgebahrt in einem Bestattungsinstitut gesehen, oder? Genau, es war halt eine Stunde, bevor die Beerdigung war. Also die Beerdigung war direkt am nächsten Tag, nachdem ich wieder zu Hause war. Und war für mich einfach eigentlich schrecklich. Du hast gerade gesagt, die Familie war da und so weiter. Wie groß ist die Familie? Wie viele Geschwister hast du? Ich habe einen älteren Bruder. Ja. Und dein Verhältnis zu deiner Mutter war ausgesprochen gut und sehr innig. Ja, also meine Mutter ist für mich bis jetzt auch immer noch die wichtigste Person in meinem Leben. Also es wird nie jemanden wichtigeren in meinem Leben geben, weil meine Mutter mich so viel geprägt hat und mir so viel geholfen hat, wo ich früher selber als Jugendliche so Schwierigkeiten hatte. Nun ist das Ganze schon 3 Jahre her. Ja. Und wahrscheinlich kommt es dir so vor, als wäre es gestern erst gewesen. Oder? Genau, ich habe auch manchmal, habe ich auch einfach das Gefühl, sie ist einfach in Urlaub und sie kommt irgendwann am nächsten Tag halt wieder nach Hause. Ich glaube, dass das viele, viele Menschen vor allen Dingen in der Anfangsphase der Trauer so empfinden, dass man gar nicht glaubt, dass derjenige tot ist, sondern dass der kommt schon wieder und irgendwann steht er wieder in der Tür. Nach 3 Jahren ist es natürlich schon ziemlich, ja, das ist schon ungewöhnlich, glaube ich, dass das noch so intensiv ist. Ja, also es ist auch ziemlich schlimm gewesen für mich dieses Jahr. Ich war mit einer Freundin bei einem Konzert in Holland gewesen von der niederländischen Popgruppe Chips. Und die haben halt ein Lied, das heißt Mama. Und ich habe bei diesem Lied so sehr weinen müssen. Und ich war auf 7 Konzerten und ich habe jedes Mal bei dem Lied so schrecklich weinen müssen. Weil ich halt immer an meine Mutter denken musste. Und es tut einfach, egal in welcher Tagessituation, es tut einfach immer noch weh. Ja. Und ich muss abends auch immer weinen. Das ist Wie geht denn der Rest der Familie, sein Vater, dein Bruder, die Großeltern, wie gehen die mit der Trauer? Also mit meinem Vater habe ich nichts mehr zu tun, weil meine Eltern sich haben scheiden lassen, als ich noch kleiner war. Ja, und meine Großmutter und meine Großeltern versuchen es, denke ich mal, auch so gut wie möglich zu verkraften, mein Bruder auch. Und mein Stiefvater hat auch lange gebraucht, bis er drüber weggekommen ist. Ach, es gibt einen Stiefvater. Also, es gibt einen Stiefvater, ja. Hast du mit dem ein gutes Verhältnis? Ja, mit dem habe ich ein sehr gutes Verhältnis. Ja. Und dein Bruder, wie alt ist der? Der ist 25. 25. Redest du mit deinem Bruder über die Mutter? Also ich rede eigentlich so nur mit ein, zwei von meinen Freunden drüber, weil ich es auch in der Familie merke, dass es da auch nicht so gerne angesprochen wird, eben weil es wirklich noch jedem wehtut. Ja. Ja, das ist oft fatal, dass man dann in so einem schlimmen Schmerz steckt und man irgendwie vielleicht mit den Leuten, die es am meisten nachvollziehen könnten, gar nicht reden kann. Aus welchen Gründen auch immer. Und man vielleicht dann sogar im Freundeskreis schon mal so das Gefühl hat, die wollen es nun auch nicht mehr hören, dass ich nun immer wieder davon anfange. Ja, ich sag mal so, ich habe das große Problem an der Sache, ich habe viele Freundinnen, die schon Kinder haben und da fällt es einem dann natürlich noch mehr auf. Fühlst du dich denn letztendlich mit deiner Trauer alleine? Auf eine Art und Weise einfach schon, weil ich auch nicht wirklich weiß, wie ich es verarbeiten soll. Und ich habe, wie gesagt, auch immer das Gefühl, dass er halt noch wiederkommt. Ich glaube, dass ein Teil der Trauerarbeit wirklich darin besteht auch, dass man dieses Gefühl irgendwann umwandelt in ein anderes Gefühl. Solange man auch glaubt, dass der eine wiederkommt, ist man, glaube ich, noch ganz am Anfang der Trauerbewältigung. Und irgendwo scheinst du vielleicht so ein bisschen auf der Stelle zu treten. So ganz praktisch, wie praktizierst du deine Trauer? Gehst du beispielsweise oft auf den Friedhof? Unterhältst du dich mit deiner Mutter auch am Grab? Also am Friedhof bin ich seit der Beerdigung nicht mehr gewesen, weil ich nicht auf den Friedhof gehen kann.
Ich habe aber wohl, ich schlafe, also ich habe mein Zimmer jetzt in dem Zimmer, wo meine Mutter verstorben ist. Mhm. Und es ist für mich einfach so das Gefühl, als wenn meine Mutter da ist. Mhm. Mhm. Also, weißt du, Sina, es gibt ja Spezialisten, die sich ausgiebig mit Trauerbewältigung beschäftigen. Und ich glaube, dass man eine gewisse Zeit, muss man solche Leute nicht in Anspruch nehmen. Weil das jeder Mensch für sich alleine nicht nur entscheiden, sondern für sich alleine irgendwie erleben und verarbeiten muss. Aber wenn man nach 3 Jahren noch so leidet und das so präsent hat, solltest du dich, glaube ich, mit einem solchen Spezialisten mal zusammensetzen. Ich weiß auch gar nicht, ob das gut ist, dass du da im Zimmer deiner Mutter schläfst, aber das kann ich nicht so beurteilen. Das müsstest du dann schon mit einem wirklichen Psychologen, der in dieser Richtung trainiert ist, das mal besprechen. Wärst du dazu bereit, dich mit einer fremden Person darüber auseinanderzusetzen? Ja, auf eine Art und Weise schon. Auf der anderen Art und Weise habe ich auch das Problem damit, überhaupt Fremde an mich ranzulassen. Mhm. Also es ist seit dem Tod meiner Mutter wirklich extrem, dass ich überhaupt noch irgendwelche Menschen an mich ranlasse. Aber immerhin hast du jetzt diesen Weg hier gewählt und hast mich angerufen, der auch ein Fremder ist, und du sprichst sogar in der Öffentlichkeit. Das kann ich ja so deuten, dass du schon einen großen, großen Leidensdruck hast und ein großes Bedürfnis zu sprechen. Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Ich finde, man sollte in der Richtung nachdenken, Sina. Ob es eine Trauer-Selbsthilfegruppe ist oder ein Trauerseminar oder eine Trauertherapie, ich weiß es nicht so genau. Da würde ich gerne, dass meine Psychologin mit dir darüber spricht. Das kannst du ja schon mal machen. Das kann ja nichts schaden, wenn du hier gleich noch ein Gespräch führst. Okay. Und was du dann daraus machst, liegt ja sowieso in deiner Hand. Ja. Ja? Dann wird das so gehen, du kennst es vielleicht, dann legst du auf und wir rufen dich gleich nochmal an, meine Psychologin, die Simone, und dann könnt ihr in Ruhe sprechen. Ja? Okay. Liebe Sina, alles Gute wünsche ich dir und viel Kraft vor allen Dingen. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Hier ist Franz. Franz ist 20. Guten Morgen. Hallo Franz. Was ist dein Thema? Also mein Thema ist, dass ich von der Alkoholsucht weg möchte. Ich habe nicht verstanden. Von der Alkoholsucht weg möchte. Ach, von der Alkoholsucht? Genau. Das heißt, du bist alkoholsüchtig? Richtig. Wie lange schon? 2 Jahre ungefähr. Bist du jetzt auch besoffen? Ja, so halb. Aber wir können noch reden? Ja, richtig. Ja. 2 Jahre, sagst du? Wie viel trinkst du so ungefähr am Tag? Also 4 bis 5 Bier. 4 bis 5 Bier, regelmäßig? Ja. So verteilt auf den Tag. Fängst morgens ein Fläschchen an und dann zieht sich das so durch. Ja, also meistens mittags fange ich an und dann bis abends so. Ja. Verteilt. Was machst du im normalen Leben so? Ich bin arbeitslos. Du bist arbeitslos. Das heißt, du pennst lange? Ja, richtig. Ja? Also habe ich es gerade rausgeschlossen. Du sagst, ich fange mittags an zu trinken. Ja, richtig. Mhm. Bist aber nie so richtig ganz dicht, oder? Nee, das stimmt wohl. Also ich halte mich immer noch in Grenzen, obwohl ich, sagen wir mal, denke, dass ohne Alkohol schon nicht mehr geht. Das ist das Problem. Hast du es denn schon mal ausprobiert? Ja, ich habe schon mal ausprobiert, aber irgendwie komme ich immer wieder dazu, dann doch wieder eine Flasche zu nehmen. Bemerkst du denn, dass so je mehr Zeit vergeht, dass es auch ein bisschen mehr wird, dass dann noch ein halbes Fläschchen mehr wird oder noch ein Fläschchen mehr wird? Ja, ich merke schon, also in den 2 Jahren ist es irgendwie immer schlimmer geworden als besser, sag ich mal. Also irgendwie kann ich immer mehr trinken, habe immer mehr Lust darauf als sonst. Mhm. Was machst du denn, wenn du trinkst? Hängst du draußen mit Freunden rum oder bist du alleine zu Hause? Teils, teils. Also entweder bin ich halt zu Hause oder ich sitze vorm Fernseher oder vorm PC, je nachdem. Und dann vergeht die Zeit so schnell, dass man halt nicht mehr dran denkt. Mhm. Bist du so lange auch schon arbeitslos, wie du trinkst? Ja, vielleicht schon etwas länger. Also gibt es da schon einen klaren Zusammenhang? Ja, wobei es auch zukommt, dass meine Mutter vor 3 Jahren gestorben ist. Vielleicht liegt es daran noch ein bisschen. Und kann natürlich auch sein. Richtig. Hast du denn ein enges Verhältnis zu deiner Mutter? Ja, sehr. Ja. Ist die Mutter plötzlich verstorben? Ja. Also aus heiterem Himmel, das war ein Verkehrsunfall und... Und vermutlich auch noch sehr jung, du bist ja auch erst 20. Richtig. Mhm. Wo wohnst du? Wohnst du noch bei deinem Vater in der Wohnung oder hast du... Genau. Ja, ich bin arbeitslos und reicht das Geld jetzt nicht, um halt eine eigene Wohnung zu nehmen. Mhm. Hast du denn vorher was gelernt? Ja, ich bin Auszubildender, also ich bin Ausbildung fertig als Elektriker. Achso, also die Ausbildung ist beendet worden. Genau, aber momentan finde ich halt nichts. Ja.
Was ja schon mal immer wieder gut ist, ne? Also immer erstmal gut ist, dass du die Ausbildung in der Tasche hast. Richtig. Sonst wäre die Situation noch schwieriger. Ja. Mhm. Bist du Einzelkind? Ja. Und kriegt dein Papa das mit, was mit dir los ist? Ja, manchmal. Also es ist immer schwer, weil mein Vater selber halt auf Montage, weil er weg ist. Achso, du bist viel allein dann auch zu Hause? Richtig, genau. Mhm. Ja. Hast du eine Freundin? Ja. Und was sagt die? Ja, das ist das Problem an der Sache, weil meine Freundin halt damit momentan nicht klarkommt und was sie halt auch selber irgendwo verstehen kann und ich halt versuche, was dagegen zu ändern. Mhm. Und jetzt versuche ich halt irgendwie Rat zu finden, dass ich das halt irgendwie in den Griff kriege. Das heißt, die stört das richtig, dass du trinkst? Genau. Die sagt, das muss aufhören? Genau. Mhm. Ja, das ist halt genau der Auslöser auch irgendwo, dass ich wohl denke, irgendwie muss das was getan werden, weil ich meine, die liegt mir schon am Herzen und ich weiß nicht. Ist ja immer ein guter Grund, ne? Wenn man für eine Frau oder für eine Liebe sich richtig reinkniet und irgendetwas ja, macht. Mhm. Mhm. Hast du sonst Freunde? Ja, schon. Auch so, also nicht nur einfach so Kumpels zum Abhängen, sondern auch, wo man mal richtig auch über alles so quatschen kann? Ja, das ist eher weniger. Also so richtige Freunde sind eher weniger der Fall. Also mehr so Leute, wo man halt mal damit zu tun hat, aber jetzt nicht so richtig. Würdest du sagen, dass es einen ganz guten Freund gibt? Ja, doch, würde ich sagen. Das schon. Mhm. Also, weißt du, ich finde in deiner Situation Folgendes noch ganz gut. Dass du selbst das frühzeitig bemerkst. Ganz viele Leute, die Alkohol trinken, die brauchen Jahre, aber wirklich Jahre. Und die konsumieren auch schon andere Mengen als du. Ja. Bis sie mal kapieren, dass sie ein Alkoholproblem haben. Ja. Die werden aggressiv, wenn man denen sagt, hier, du bist alkoholabhängig. Dann streiten die es ab. Also du bist... doch da sehr wach, was deine eigene Person anbelangt. Finde ich gut. Du hast eine Freundin, finde ich gut. Du bist eingebunden, du hast auch deinen Vater und wohnst bei dem noch zu Hause. Und hast eine Ausbildung. Ich zähle jetzt nur mal das Positive auf. Ja, richtig. Das ist ja schon mal ganz gut, worauf man so aufbauen kann. Mhm. So, und du sagst, ich will davon wegkommen. Ja. So, das ist der erste Schritt, den man immer selbst machen muss. Man muss immer selbst entscheiden, ich will das schaffen. Ja. Das kann einem kein anderer abnehmen, diese Entscheidung zu treffen. Und dann kann man sich natürlich Hilfe suchen. Dann kann man überlegen, wohin gehe ich? Ich kann mal zu einer Suchtberatungsstelle gehen. Hast du sowas schon mal gemacht? Nee. So, das wäre schon der erste Schritt beispielsweise. Mhm. Wohnst du in einer Stadt? Ja. In einer größeren Stadt? Ja. Ja, dann ist das gar kein Problem. Sind wir dir gleich noch behilflich mit entsprechenden Adressen. Dass du da zum Beispiel hingehst und denen deine Situation schilderst. Mhm. Und hundertprozentig wirst du da gute Ansatzpunkte gesagt bekommen, wie du dich weiter verhalten sollst. Jetzt kannst du die Notbremse noch ziehen, glaube ich. Ja. Wenn du das noch ein paar Jahre so laufen lässt, dann sieht es schlecht aus. Ja. Ne? Pass mal auf, Frank, wir rufen dich jetzt nochmal an und geben dir mal die entsprechende Adresse. Ja. Und dann kannst du entscheiden, wann und wie du da hingehst und meine Psychologin kann auch noch ein paar Worte mit dir sprechen. Ja, das ist doch super. Ja, so machen wir es. Ja, finde ich gut. Lieber Frank, wir rufen dich gleich nochmal an. Ja, schönen Dank auch. Tschüss. Ja, tschüss. Das war der Frank. Und hier ist die Angelika. Und Angelika ist 54. Guten Morgen. Hallo? Ja, hallo Domian. Ja, hallo Angelika. Ich dachte schon. Ich kann es gar nicht wissen, dass wir miteinander reden. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich auch. Ich verfolge deine Sendung schon so viele Jahre und ich hätte mir nie träumen lassen, dass wir mal miteinander reden. Also, umso besser, dass du da bist. Und über welches Thema unterhalten wir beide uns? Ja, es geht sich darum... um meinen Freund. Mhm. Also ich habe am 6. August dieses Jahres erfahren, er ist HIV-positiv. Mhm. Wie alt ist dein Freund? Noch 47. Ja, du hast am 6. August erfahren, dass er HIV-positiv ist. Ja, und wir waren 7 Jahre zusammen, dann war 2 Jahre Ende. Mhm. So, und im letzten Dezember... also letzten Jahres, haben wir uns durch Zufall wieder getroffen und dann gab es Telefonanrufe, bla bla bla, wie auch immer. Dann haben wir es auch wieder gesehen und dann war dann am 18.06. ja, dann hatten wir dann Sex. Mhm. Ja, und dann... Am 18.06. Ja. Am 6.08. allerdings hast du das erfahren. Nein, am 6.8., ja, also im August, habe ich erfahren, genau, dass er HIV-positiv war. Als ihr Sex hattet, wusstest du es noch nicht? Nein, und all die, am 18.6. hatten wir Sex, wobei ich bin am 29.5. irgendwie an den Stimmbändern operiert worden.
Da war auch ein Test im Krankenhaus. Man hat mich gefragt, ob man das machen könnte. Das selbstverständlich. Aha. Und da war auch soweit, also ich war gesund. Also all die Jahre vorher ist es gut gegangen? Ja, ich hatte nichts. Bis zu diesem Zeitpunkt am 29.05. war nichts. Mhm. So, dann hatten wir am 18.06. das erste Mal Sex. Mhm. Ja, und dann am 13.08. bin ich dann auch zum Test gegangen und das war dann aber auch okay. Mhm. Wobei, die Zeit war ja nicht so lang. Nee. Man braucht ja so diese, wie sagt man, Interaktionszeit und so weiter. Warst du denn nochmal beim Test? Ja, ich muss jetzt, die 6 Wochen sind ja jetzt vorbei. Ja. Ich muss jetzt also Ende der Woche oder nächste Woche muss ich wieder hin. Ja. Und? Aber das ist eigentlich gar nicht so das Thema. Es ist das Thema, der Mann ist total am Ende. Mhm. Und ich weiß gar nicht, was ich... Also, du hast gar nicht so eine Angst, dass du dich eventuell hast auch infiziert? Irgendwie schon, aber ich bin eigentlich voller Zuversicht. Du bist voller Zuversicht, dass es gut gegangen ist. Ja. Er ist HIV-positiv, aber er ist nicht erkrankt. Doch, also er war heute in der Klinik wieder mal und ab morgen muss er also seine Tabletten nehmen. Mhm. Weiß, das heißt, er weiß auch gar nicht, wie lange er schon positiv ist. Doch, die Ärzte haben ihm gesagt, also sie meinen zwischen 8 bis 15 Jahren, aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil er hat ein Kind, das ist 9 Jahre alt und das ist gesund. Mhm. Naja, das gibt es, glaube ich. Das ist also ich kann mir das nicht vorstellen, weil dann wäre das Kind ja wohl auch erkrankt oder auch die Frau. Nicht unbedingt, glaube ich, dass es nicht immer einen Zusammenhang gibt. Weiß er, wo und wie er sich das geholt hat? Nein. Gut, und ich meine, ich war auch 7 Jahre nach diesem Kind mit ihm zusammen. Mhm. Und bis zum 29.05., wie gesagt, im Krankenhaus, ich bin an den Stimmbändern operiert worden, ich bin getestet worden. Das heißt, du warst einem hohen Risiko ausgesetzt und du hast einen Schutzengel gehabt. Und daran glaube ich. Ja, das glaube ich auch in dem Fall. Ja. Wie kam das denn, dass es dann bei ihm diagnostiziert wurde im August? Er hatte eine OP, ganz harmlos eigentlich, im Urlaub, so am keine Ahnung, auch irgendwann im Juli. Mhm. Er hatte Warzen an den Füßen und auch am After hat er wegmachen lassen. Mhm. Und die haben dann einen Test gemacht vom After, also die haben diese Proben entnommen und dann kam dann, das hat sich etwas bösartig entwickelt und er müsste dann nochmal operiert worden. So kam es raus. Mhm. Und dann kam dann am 6.8. die Diagnose, er ist HIV-positiv. Jetzt hast du gerade gesagt, der Mann ist fix und fertig. Der ist total am Ende. Mhm. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich mit ihm umgehen soll. Ich habe keine Ahnung, ich habe gerade noch mit ihm gesprochen. Er fängt also morgen seine Tabletten an. Ja. Die muss er nehmen, weil er hat gesagt, die da hätten gesagt, die mussten erst testen, ob er HIV-1 oder HIV-2, ich sage, erklär mir das bitte mal. Mhm. Also HIV-1 heißt wohl europäisches und HIV-2... Ja, so detailliert müssen wir es jetzt vielleicht auch gar nicht hier wiedergeben. Der Mann ist auf jeden Fall natürlich verständlicherweise sehr geschockt und sehr fertig mit den Nerven und er hat große Angst. Total. Wahrscheinlich richtige Todesangst. Ich habe keine Ahnung. Ihr seid aber jetzt wieder richtig zusammen, ne? Oder? Richtig zusammen. Er ist eigentlich, er sondert sich ab. Also er blockt. Mhm. Er blockt. Mhm. Also, man kann ja nun mittlerweile, Gott sei Dank, medikamentös sehr, sehr, sehr viel machen. Habe ich ihm auch gesagt. In diesem Falle. Und es gibt ja nun schon so viele Beispiele von Menschen, die über einen sehr langen Zeitraum auch relativ gut zurechtkommen mit den Medikamenten. Das heißt, das ist nicht so wie vor 15 oder 20 Jahren, dass es eigentlich gleich das Todesurteil ist. Das heißt, man darf das nicht verharmlosen, aber
es besteht auch nicht, sagen wir mal so, die Panik, dass er jetzt völlig verzweifeln muss. Doch, ist er aber. Ist er aber. Ja. Ich finde, weißt du, wie du ihm helfen könntest? Indem du ihn informierst und ihm vielleicht nahe bringen könntest, dass er sich bei einer AIDS-Hilfe, bei einer Infostelle der AIDS-Hilfe, ich weiß nicht, wo ihr wohnt, ob es da sowas gibt. Ist das eine größere Stadt? Ja, denke ich schon. Mhm. Ja, ja. So, dass er da sich einfach mal mit den Leuten trifft und sich rundherum informiert. Und dass er da mit Betroffenen auch sprechen kann. Ich glaube, dass das so hilfreich ist. Wenn der Mann alleine sich zurückzieht und in seiner Angst und mit seiner Angst alleine ist. Der blockt total ab. Ist es ganz schlimm. Es ist ganz schlimm. Du müsstest ihm im Prinzip diese Adresse hinlegen und sagen, pass mal auf, geh doch mal dahin. Das sind die AIDS-Hilfen in Deutschland leisten so grandiose Arbeit, seit es die Stellen überall gibt, dass jeder, der betroffen ist, da wirklich hervorragend aufgehoben ist. Aus welchem Alter er ist oder welcher sexueller Orientierung, das ist völlig wurscht. Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit. Ich wüsste sonst auch gar keinen guten Rat. Denn ich glaube, dass du da auch überfordert bist. Ich bin überfordert, weil vor allem, ich weiß ja doch selber nicht, was mit mir ist. Das kommt ja auch noch hinzu. Das kommt auch noch. Das heißt, in ein paar Tagen, wann machst du den Test, sagst du, nächste Woche? Ja, normal müsste ich jetzt Ende der Woche. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe im Moment auch gar nicht die Kraft, so ich. Das heißt, da hängt auch noch schon eine Last auf dir, auch wenn du hoffnungsvoll bist. Ist ja auch verständlich. Würde mir auch so gehen. Das heißt, eigentlich müsstest du das erstmal vom Tisch haben, dass du für dich eine Erleichterung hast. Aber alles im Moment kannst du auch nicht leisten. Das heißt, mit dir zurande kommen und diesem Mann auch noch eine gute Unterstützung geben. Ich glaube, die beste Unterstützung kann man jemandem in der Lage auch geben, mit sehr viel Fachwissen einfach. Und das haben die AIDS-Hilfen, die entsprechenden Mitarbeiter dort. Und auch die Betroffenen. Na, zumal er hat mir vorhin auch noch erzählt, morgen muss er mit den Tabletten anfangen. Und er da in diese Gebrauchsanweisung und was da so steht, pünktlich zu jeder Stunde und so weiter. Und da stehen diese ganzen fürchterlichen Nebenwirkungen. Und wenn er da 2 oder 3 Stunden oder irgendwas nicht macht, kann er tot umfallen. Und dann hat er gesagt, ja, was bringt er denn alles? Dann kann ich doch gleich tot sein. Und ja, da müsste man ihm raushelfen. Ja, das ist ganz schlimm. Da müsste man ihm wirklich raushelfen. Ich bin einfach überfordert. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. So, die Idee mit der Beratungsstelle in einer AIDS-Hilfe finde ich erstmal die wichtigste Idee. Ja. Die wollen wir dir jetzt gleich an die Hand geben, wo bei ihm oder bei euch in der Nähe eine gute Stelle ist. Ja. Und von da aus kann er dann auch noch weitere neue Informationen wieder bekommen. Meinst du denn, dass er so offen ist und da hingeht? Ja, ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ich glaube, das könnte in deiner Macht liegen, ihn zu bewegen, dorthin zu gehen. Ich könnte es versuchen, weil ich meine, ich kenne ihn schon, wir kennen uns jetzt 10 Jahre, aber im Moment kenne ich ihn eigentlich gar nicht mehr. Ja, der Mann ist, der hat Todesangst wahrscheinlich. Ja, natürlich. Ist tiefgründig geschockt, ne? Er hat mir gerade noch gesagt, soll ich denn jetzt dahin siechen und ich habe ihm ja auch versucht, Mut zu machen und aber. Ja, ich bin total überfordert. Guck mal, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, wenn er sagt, soll ich da hinsiechen? Er wird sicherlich dann, wenn er mit Betroffenen oder mit fachkundigen Leuten spricht, sehr viele Geschichten erfahren, wo Leute eben über viele, viele, viele Jahre normal leben können. Die müssen sich natürlich an die Medikamente halten und auch an die Einnahmezeit, das ist klar. Aber man kann schon ein relativ normales Leben führen. So, damit muss er konfrontiert werden und da muss er viele Informationen bekommen. Ja, aber Dominant, Fakt ist, ich bin mit ihm, ja, er hat noch eine Freundin, so irgendwie, die sich aber immer und immer mehr absondert. Aber Fakt ist, ich würde gern mit ihm zusammen sein, aber ich habe natürlich auch in gewisser Form Angst. Angst vor? Ja, vor dieser Krankheit. Angst, dass du dich selbst infizieren könntest? Ich weiß ja gar nicht, was mit mir ist, aber
gehen wir dann davon aus, dass es mich nicht in dieser Form erwischt hat und ich bin gesund und ich werde mit ihm zusammen sein oder bleiben und das möchte ich auch, weil die Krankheit... Dann hättest du Angst? Ja, weil ich möchte mich auch, ich möchte mit ihm zusammen sein, aber ich habe natürlich auch gewisse Ängste. Was sind das für Ängste? Ja, dass ich es auch irgendwie in einer Form bekommen könnte. So, Angelika, das heißt, da muss eine ganze Menge Aufklärung stattfinden. Ja, und die habe ich nicht. So, deswegen wäre es für dich... Ich möchte mit ihm zusammen sein, weil ich liebe ihn. Ja, so, das ist ein Wort. Und ich finde, dass man auch mit einem Menschen, den man liebt, zusammen sein kann, auch wenn er, egal was für eine Krankheit er hat. So, jetzt heißt das... Weißt du, geht doch zusammen zu der AIDS-Hilfe. Das ist doch wunderbar. Dann ist es für ihn nicht so ein schwerer Weg und du kriegst auch die Informationen, die für dich wiederum auch sehr wichtig sind. Damit du auch angstfreier an die ganze Sache rangehen kannst. Brauche ich auch. Ja, ja. So, jetzt versorgen wir dich mit der entsprechenden Adresse und dann wirst du ganz schnell deinen Termin machen. Und wenn er nicht sofort allein nicht mitgeht, gehst du erstmal alleine hin. Ja. Und dann ziehst du ihn schon damit hin. Dann wird das schon klappen. So, dir drücke ich die Daumen, dass du gesund bist. Ja, euch drücke ich die Daumen für eure Liebe. Dankeschön. Und ihm drücke ich die Daumen, dass er seelisch stabil wird und dass er lange, 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 lange und nochmal lange einigermaßen gut leben kann und gut leben kann. Das wünsche ich euch von Herzen. Ich danke dir. Wir rufen gleich zurück. Ich danke dir. Alles Liebe und alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, Domir. Freunde, morgen heißt unser Thema, morgen ist ja Themennacht, morgen heißt unser Thema, meine Stimme fällt auf. Ich möchte mit Menschen sprechen, die eine Stimmerkrankung haben. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die mit ihrer Stimme überhaupt nicht zufrieden sind, aus welchen Gründen auch immer, immer. Aber auch sehr gerne mit Leuten, ja, die mit ihrer Stimme sehr zufrieden sind und die vielleicht sogar sehr großen Erfolg mit ihrer Stimme haben. Oder vielleicht meldet sich morgen auch ein gar lustiger Stimmenimitator und wir können uns mal Angela Merkel anhören oder Edmund Stoiber oder Thomas Gottschalk oder wen auch immer. Also, meine Stimme fällt auf. Das ist unser Thema morgen. Wenn ihr gerne anrufen wollt, dann meldet euch rund um die Uhr per Mail oder ruft ab 0 Uhr an. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet. Simon begrüße ich sehr herzlich. Simon ist 20. Hallo Simon. Hallo. Hallo. Um was geht's bei dir? Ich habe ein riesiges Problem. Und zwar habe ich eine Affäre bzw. Romanze mit einer Frau, die schon 2 Kinder hat. Ich bin selber 20 Jahre alt. Und wie alt ist die Frau? Sie ist, 29. 29. Und hat schon zwei Kinder. Wie alt sind die Kinder? 4 und 2 Jahre alt. Ja. Und ist die Frau alleinerziehend oder hat die einen Mann? Nee, sie hat einen Mann. Und das ist halt das Problem. Der Mann ist halt immer nur am Wochenende da. Und wie lange hast du die Affäre schon mit der? Ja, so 8 bis 9 Monate ungefähr. Wo habt ihr euch denn kennengelernt? Ja, in der Stadt einmal, als ich einkaufen war mit meiner Freundin, beziehungsweise meiner besten Freundin, habe ich sie gesehen und dann habe ich sie angesprochen. Einfach so auf der Straße angemacht? Ja, sozusagen. Das war mutig. Ja. Wie macht man denn, wie hast du das denn gemacht? Wie hast du sie denn auf der Straße einfach angesprochen? Nee, ich habe sie angeguckt, halt so Blickkontakt gesucht und dann meinte meine, habe ich das meiner besten Freundin, habe ich so einen Stups gegeben, dann hat sie mir dann zugeflüstert, sprich sie doch mal an und dann habe ich sie angesprochen, ob sie nicht mal Lust hat, mit mir was trinken zu gehen. Ach, das war der Anmachspruch? Ja, und? Also nicht sehr originell, aber... Nee, aber ich finde das absolut mutig, ich finde das gut. Und da hat sie gleich gesagt, mache ich. Ja, sie war erst zögerlich und dann habe ich sie doch anscheinend mit meinem Charme überzeugen können. Und dann seid ihr beiden süßen Kaffee trinken gegangen, irgendwie. Ja. Ja. Und ja, das Problem ist halt, dass daraus ein bisschen mehr geworden ist. Also wir haben auch eine sehr physische Beziehung zueinander, das heißt, wir schlafen auch miteinander. Mhm. Eine was für eine Beziehung? Physische. Physische, ja. Ja, er schafft es. Davon war ich jetzt ausgegangen, dass da auch Sex im Spiel ist, ja. Ja. Und das Problem ist aber, dass sie seit 3 Wochen ungefähr, beziehungsweise sie weiß es seit 3 Wochen, dass sie schwanger ist. Im 5. bis 6. Monat. Wir wollen mal ganz schnell rechnen. Könntest du es sein? Ja, das ist ja das Problem. Sie weiß es selber nicht genau. Also ich könnte es sein, beziehungsweise der Ehemann kann es auch sein. Und warum, wenn ich fragen darf, habt ihr nicht verhütet? Ja, sie hat zu mir gesagt, dass sie die Pillen nimmt, aber ich kann mir selber nicht erklären, warum
das doch kann. Also das verstehe ich selber nicht. Und ich habe sie darauf angesprochen und sie hat zu mir zwar gesagt, dass sie die Pille genommen hat, aber so ganz glaube ich ihr auch nicht. Letztendlich, bist du für die Verhütung auch verantwortlich und solltest, gerade wenn du jemanden so neu kennenlernst, nicht nur aus... Das war ja auch am Anfang so, dass also die ersten Monate, dass ich auch verhütet habe. Die ersten Monate? Ja gut, dann kannst du es ja nicht sein. Ja, die ersten Monate, aber danach, also sie ist ja erst seit 5 Wochen schwanger. Ach, seit 5 Wochen? Die hat 5 Monate gar nicht. Nee, nicht 5 Monate. Mhm. Nee, so lange noch nicht. Ach so, also du hast alles schon hinhergerechnet. Es könnte sein, dass das genau da zu der Zeit war, als ihr keine Gummis mehr genommen habt. Ja, genau. Mhm. Und halt der Mann, der kommt, ist halt bei der Bundeswehr und kommt halt immer nur am Wochenende vorbei. Mhm. Und sie weiß es halt selber nicht genau und ich weiß aber nicht, was ich machen soll. Weil das ist einfach total, weil das Problem bei mir ist noch, dass ich, wenn ich der Vater sein sollte, dass man das bei mir sofort sieht, da ich halt selber farbig bin. Mein Vater kommt halt aus Afrika, meine Mutter ist halt Deutsche und sie waren bis vor 3 Jahren noch zusammen. Und achso, die müssen gar keinen Vaterschaftstest irgendwann machen. Das wird klar sein, wenn das Kind auf die Welt kommt, ob du es bist oder ob es der Ehemann ist. Ja, und das ist somit das größte Problem. Hui, Mann, oh Mann, Simon. Mann, oh Mann. Was ist das für eine Beziehung? Ist das auch eine Liebesbeziehung? Ich weiß es selber nicht genau. So ein bisschen verliebt bin ich schon, aber... Aber nicht mit wehenden Fahnen? Nee, genau. Also eine ganz gute Sexgeschichte? Ja. Man versteht sich auch ganz gut? Ja, das auf alle Fälle. Also aber es ist jetzt nicht so, dass dein ganzes Herz für sie aufgeht und die große Liebe deines Lebens darstellt. Nee. Und leider umgekehrt, wie ist es bei ihr? Ist sie mehr an dir interessiert? Ja, ich habe manchmal das Gefühl schon, aber das ist bei ihr genauso verzwickt. Manchmal kann ich es einfach selber nicht einschätzen. So, manchmal denke ich schon, dass sie mehr will und wir haben auch schon drüber geredet, wie es sein sollte, wenn wir vielleicht zusammen sein sollten. Dass sie sich von ihrem Mann trennt, aber irgendwie kann sie es nicht, weil sie ja selber 2 Kinder mit ihm hat. Ja, also ich glaube, so wie du es gerade geschildert hast, wäre das kein guter Plan, wenn ihr beide zusammen gehen würdet. Ja, auch die Kinder zu dir. Also ich kenne die Kinder halt selber auch, da ich öfters ja bei ihr bin in der Woche und der Vater kommt halt nur am Wochenende. Naja, für mich ist erstmal entscheidend, ich unterhalte mich ja mit dir, dass du zu mir nicht sagst, das ist die Frau meines Lebens. Nee, das ist so. Und nur das wäre die Grundlage zu sagen, ich will mit der auch zusammen sein. Ja. So, jetzt hast du und ihr und sie vor allen Dingen auch ein Riesenproblem. Ja. Aber ein mega Riesenproblem. Ja. Das gar nicht lösbar ist, sondern es muss abgewartet werden. Ja, und dann die Wahrheit gesagt werden. Aber ich traue mich auch nicht. Sie hat mir mal gesagt, dass ihr Mann früher halt ein wenig in der rechtsradikalen Szene wäre. Und ach, das auch noch. Ja, und das wenn ich nämlich als Farbiger, als Vater in Frage komme, dann gibt es noch ein größeres Problem. Kennt der dich? Nee. Nee, du hast ihn noch nie gesehen. Der weiß... Nee. Also auf Fotos so, aber so live begegnet sind wir uns noch nicht. Wohnt ihr denn in einer Stadt? Also in der engeren Umgebung einer... Also es geht 3 Kilometer. Naja gut, das ist eng beieinander. Ich habe auch schon mit vielen Freunden darüber geredet. Also ich habe halt so einen kleinen Garten mit mehreren Leuten. Wir haben halt darüber geredet, aber die wissen auch nicht, wie wir weiterhelfen sollen. Daher, ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Da ist aber auch, im Prinzip sind die ja auch komplett die Hände gebunden, Simon. Ja. Ich meine, erstmal musst du den dicken Schuh anziehen, dass du nicht auf die Verhütung mitgeachtet hast. Ja. So, das soll so als Lehre für die nächsten Aktionen, die anstehen. Ja. Gummis sind absolut angesagt. Die kannst du sein lassen, vielleicht wenn du in einer ganz festen Beziehung bist, wo es nur um Liebe geht und man sich kennt und AIDS-Test und weiß ich, aber im Prinzip, solange das nicht geklärt ist, sind Gummis absolut wichtig. So, jetzt kann man nur abwarten, was passiert und dann, wie die Frau sich entscheidet, wie wird die sich entscheiden? Letztendlich muss die ja dann ihrem Typ die Wahrheit sagen. Ja, das stimmt. Das ist noch die Frage für dich jetzt. Wirst du weiter diesen Kontakt so auch sexuell aufrechterhalten oder gehst du erstmal auf Distanz? Ich denke, dass es besser ist, wenn ich auf Distanz gehe, weil ich will ihr nicht noch mehr schaden, nicht dass noch mehr passiert. Ja, würde ich an deiner Stelle erstmal auch so machen. Jetzt geht leider meine Sendung vorbei, aber ich will dich auch nicht so erst abbügeln. Leg mal auf, wir rufen gleich nochmal an, okay?
Ja, okay. Bis gleich in der Technik. Gundel Blendin und morgen heißt unser Thema Meine Stimme fällt auf. Ich wünsche euch eine schöne gute Nacht. Bis